Und damit herzlich willkommen zu Fashion Souls 3, zusammen mit Wirti. Heute sind wir der Priester. Wir sind der Papst und wir töten Leute. Ja, und alles, was wir sagen, ist richtig. Im Namen des Gottes Saras. Im Namen des Gottes. Im Namen des unser alles Gottes Soler. Soler. Was? Praise it, the sun! Wo wollten wir lang? Das ist eine Sackgasse, oder? Ja, wir sind fertig hier. Okay. Kann ich mich beamen? Klar kannst du. Ich mag das Beamen immer noch nicht. Ich könnte kurz zum Feuerband schreien. Wenn ich mich eh schon beamen muss, dann kann ich mich auch kurz zum Feuerband schreien beamen. Der Umhang ist wirklich schick. Er ist echt schick. Niemand würde damit kämpfen, aber... Niemand würde damit kämpfen. Niemand. Der ist super störend. Ja, wie bei... Okay, gut. Große Titel nicht stemmen. Große Titel nicht stemmen. Wirklich, merkt ihr das? Das weiß ich, brauchst du mich merken. Okay, ich habe keine Scherbe. Hast du irgendwas für mich? Irgendwas habe ich vergessen. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Du kannst dir den schicken Hut kaufen. Feuerschein. Ja? Können Sie einen schicken Hut kaufen? Natürlich wahr. Dann habe ich meine Dings nicht mehr. Deine was? Meine Papst. Hast du eine Krone? Krone. Das ist wahr. Ich habe nicht das Gefühl, dass der gut ist. Der ist bestimmt der hat wahrscheinlich eine gute Magieverteidigung, aber. Halt! Keine gute physische. Da ich ja jetzt nichts gefunden habe, was ich haben möchte. Skill, wenn das einzige Sinn macht. Belastbarkeit. Oder Leben. Oder Kondition. Das ist mich überfordert. Nimm Glück. Einzig sinnvolle Wert. Leben wäre natürlich auch ein Plan. Aber. Ja, mich. Schaden ist natürlich Schaden. Ja, bisschen Schaden. Mich würde wirklich interessieren, was passiert, wenn du immer nur ein Glück levelst. Ob du wirklich so viel Loot bekommst. Wenn wir zusammenspielen, mache ich das. Wenn ich es nicht vergessen habe. Das geht nicht gut aus. Wahrscheinlich nicht. Da will ich hin. Licht ein? Wo will ich hin? Domin, pass auf, du bist jetzt mit dem Gebiet fertig. Das heißt, der Bosskampf steht an. Der Bosskampf? Ich glaube, das war der, ja. Ich glaube, das war der, ne? Aber ich glaube, das steht zumindest jetzt an. Was ich übrigens vergessen. Warum denn der Bosskampf? Naja, bei der... Oh bei nein, du hast noch was vergessen in dem Gebiet. Wenn du das noch erkunden willst. Du musst dahin. Oh, hey. Ich beschwöre dich. Du hattest mal diesen Aufzug, wo du meinst, da gehen wir später hin. Der Aufzug, wo ich... Rechts lang. Eine klare DLC! Ich weiß übrigens nicht, auf welchen Startstand man das DLC machen sollte. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich kann man schon machen, sonst wärst du hier, sonst könntest du hier nicht rein, aber... Das ist deine Entscheidung, wenn du das machen willst. Ich denke, ich war da nicht drin. Ich will da echt nicht rein. Was ist das für eine. Also für einen Aufzug. Oh, okay. Das macht Sinn. Ah, links. Warte, hier war ich links. Richtig. Oh, warte, ich bin dann irgendwann zurückgegangen und hab gesagt, das machen wir später. Ja, richtig. War wahrscheinlich selten dämlich.
Wahrscheinlich war es nämlich genau da vorbei. Jein. Versteck voraus. Hab ich das geholt? Weiß nicht. Halt. Ah, oh, warte, das Versteck war da runterspringen. Ja, da jetzt habe ich einen Ohrwurm-Dummy. Wovon? Die Jungs sind böse! Es ist ja böse. Hattest du davon nicht gestern auch schon einen Ohrwurm? Nein, gestern kam ich drauf wegen dem Wort böse. Und jetzt gerade, ich es gerade wieder gehört, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Wieso hast du es gerade eben wieder gehört? Ich habe doch gerade in dem Video von gestern angeguckt. Da habe ich es gesungen. Wieso, Tommy, das meinte ich mit Poise. Poise brechen. Oh Gott. Wenn du ihn schlägst. Das ist falsch mit dir. Warum stehst du noch? Du hast zwei Schläge von dem Schwert abbekommen. Zwei. In Zahlen und zwei. Mit dem Schwert, den ich gerade spiele, in dem ist es halt nicht so. Das ist okay. Du bist besser als ich. Ich meine, es ist okay. Ich habe das Spiel fast durch. Warum bin ich da hingegangen? Ja, darum. Okay. Tschüss. Hui! Hier war halt wirklich nichts. Nicht mal ein Gegner. Habe ich hier auch gerollt? Nein. Oder vielleicht habe ich das aber. Da hätte ich was drin versteckt. Nein, da links. Gute Ohren, mein Freund. Das Schwert eigentlich mittlerweile zweihändig tragen. Oh, deswegen wolltest du eine Stärke leveln. Oh, ja, richtig. Vorsicht, ja, eine Helibarde. Hat der weniger Leben als der andere? Scheinbar. Wir gehen erstmal weiter geradeaus. Bin ich gut. Oder auch nicht. Irgendwie niedlich, den kleinen Lebensbalken von dir zu sehen, wenn ich meinen angucke. Klein? Ich habe halt wirklich ein gutes Stück mehr. Ich habe auch mehr gelevelt da rein. Ich bin ja schon weit allgemein. Oh. Ist der gerade runtergesprungen? Er hat die Sinnlosigkeit seiner Taten gesehen und hat eingesehen, dass er das machen muss. Er ist nicht tot, oder? Ja. Vielleicht muss tot sein, oder? Nicht. Nö, das könnte überleben. Gerade so vielleicht. Ja, egal. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich wollte gerade sagen, hoch wird er nicht mehr kommen. Gehen wir einfach weiter. Gucken hier rein und da ist wieder irgendwas. War der Weg da runter eigentlich auch gerade sinnlos? Ich weiß nicht, hattest du nicht ein Item gefunden? Habe ich ein Item gefunden? Nun sicher. Ich meld auch. Gegner! Ich hab dich gesehen, mein Freund. Okay, sehen. Und geh dahin, wo du zurück hergekommen bist. Das, oh, das ist Lava. Das sind irgendwie die Steve-Viecher, die dich unten angegriffen haben. Zum Teil zumindest. Das habe ich gemerkt. Gleiche Zunge. Ja. Aber jetzt verstehe ich, was diese Schilder immer bedeuten. Versuch Zunge. Oh, ja, das macht Sinn. Du musst eine gleiche Zunge da bieten. Gehen wir hier zuerst rein. Klar! Das ist ein tolles Gebiet. Guck mal nach unten. Da warst du schon. Ah! Sind die auf mich runtergesprungen? Nein. Das würden die nicht überleben. Das ist traurig. Siehst du? Ist tot. Hui. Kann ich theoretisch dann nachher diese Leichen unten einsammeln? theoretisch ja, denke ich. Okay, würde ich erstmal gerne fragen, bin ich zuerst in die Richtung oder bin ich zuerst in die Richtung? Rechts. Das ist eine Sackgasse, wenn du das meinst. Ja, genau das meinte ich gerade. Warte, warte, bleib stehen, dreh mal um. Guck mal in die Wand da. Ich dachte, das ist eine nackte Frau abgebildet. Du hast doch nur gehofft, dass ich irgendwas zensieren muss. Yes.
Nein, eigentlich wollte ich nur die nackte Frau sehen. Ja, oh, na gut. Oh, der ist stinkig. Hey, Domi, wär's, wenn du ein bisschen rumrollst? Klar. Wie wär's, ich den da... Du hast es dir gerade verkniffen, oder? Nee, ich habe mir schon gedacht, hier roll ich nicht. Was willst du? Wie wär's, wenn ich den einfach ignoriere, den Gegner? Das ist deine Entscheidung, wenn es dich ignorieren lässt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mag sein Item, was da rumliegt. Er mag es echt sehr. Er mag es wirklich sehr. Oh, das war. Was? Wie wurdest du? Was? Aua. Das ist unfair. Unfair. Das Schwert ist viel zu lang. Hey, ich hab mich geduckt. Ich mag's, wie ich auf, mit der Rückseite meines Schwerts auch noch angreifen kann. Ja, ich liebe das. Das ist so praktisch. Es ist so cool. Ich meine, es ergibt sogar Sinn. Ja, es ist ein zweischneidiges, riesiges Schwert, was... ich denke, ziemlich stumpf ist. Ich glaube, tatsächlich ist es ziemlich scharf sogar. Ich bin nicht sicher, ob ich an dem richtigen Anime denke. Man kann sie übrigens dazu locken, hier runterzufallen, aber... das kriege ich immer. Au. Oh. Ich wusste es! Ich wollte auch nicht zurückhüpfen. Ich wollte auch nicht zurückhüpfen, falls man das vielleicht gemerkt hatte. Falls man das gemerkt hatte. Ich hasse übrigens, wenn das passiert. Ja, gute Neuigkeiten. Ich habe vergessen, den Aufzug noch rumzuschicken. Oh ja. Jetzt hast du einen kleinen Lebensbalken. Ja, jetzt habe ich einen kleinen Lebensbalken. Das ist ziemlich klein. Moment, niedlich. Er gefällt mir. Erreicht für meine Bedürfnisse. Okay, gehen wir halt nicht näher drauf ein. Tommy, die Länge ist nicht alles. Die Technik macht's, Leute, die Technik. Du musst erst auf dem rechten Bein landen, dann musst du... Und der Hüftschwung, du, der Hüftschwung! Richtig, richtig. Der ist ganz wichtig. Ich meine, in dem Fall ist der Hüftschwung relativ wichtig. Wenn du stehst. Schwung. Hüft. Hm? Schwung. Ja? Sag ich doch. Der Brombom. Ja, aber warum? Ja, warum nicht? Warte. Ich glaube, der hat jetzt die Stärke für diese Axt. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Aber sobald er damit zugeschlagen hat, dauert er ewig, um wieder hochzukommen. Der übrigens auch. Vernichtungsschlag. Lauf! Klar, lauf. Da kommt der. Aber du musst nicht gut spielen, wenn du effizient spielst. Du meinst, du musst nicht gut spielen, wenn du Glück hast? Das war... das war das, was ich meinte. So, am besten schleuderst du den Typen jetzt einfach runter. Also, das heißt schleudern. Oh. Sackgasse! Und auch Schlag mitbekommen. Hey! Ich hab ihn gekillt! Ich hab ihn gekillt! Hast du die Seelen bekommen? Du hast, glaube ich, Seelen bekommen. Da auch stand was. Da stand minus 6300. Oh. Wäre cool gewesen. Warte mal, richtig. Ich durfte. Du bist doof! Die mag es, wie die Weißgeist mit manchmal so simplen Wörtern gutes Lied machen. Einfach nur doof. Oder kennst du das Lied? Wie ging das? Du bist mit Antidepressivum?
Das sagen sie einfach nur, du bist gut. Einfach nur, du bist gut. Ne, der steht nicht mehr auf. Wo kommt eigentlich der andere her? Nee. Der. Von da. Nein! Ja, yeah. Das war's mit mir sehen. Was ist wert? Da hat er ihn unterschätzt. Der Mann ist ja schwach und war zu schwach für seine Axt und ich? Er ist schwach, wenn du nicht... Ich hab das Gegenteil bewiesen. It's Beyblade! Ich mag es, wie der Umhang einfach auf einer Höhe stehen bleibt. Ja. Lass den Aufzug runter. Wollte ich. Aber der hat gerade auf mich gezielt. Er wollte mich töten. Das ist wie alles hier. Fast alles. Was bildest du dir ein? Ich habe eine heiße Braut, die auf mich wartet. Richtig, die existiert. Dafür musst du die Quest aber richtig machen. Ja, dafür bin ich ja dich. Vermutlich. Ich habe die Quest letztens vervollständigt. Und vielleicht kriege ich sie nochmal hin. Eigentlich. Ich will den Gegner nicht anvisieren, keine Angst. Ich will wirklich nicht diesen Gegner anvisieren. Ist gut, dann mach's nicht. Oh Gott. Wieso? Oh shit! Ich verstehe nicht, warum der nach drei Schlägen noch, nach zwei Schlägen noch steht und der andere nicht. Ja, ein bisschen mehr Leben hat. Oder mehr Verteidigung oder was auch immer. Ich verlasse dich wieder. Oh man. Aua. Was ist denn gesprungen? Gab's keine Sprungangriffe? Oh. Doch. Da musst du quasi den Tritt machen nur mit der anderen Taste. Oh. Haben wir das vielleicht verwechselt? Ja, du hast das verwechselt. Für den Sprungangriff musst du nicht springen drücken. Ach nein, das war der Trick im ersten Teil, wenn du über so eine kleine Hügel oder sowas gesprungen bist, dann konntest du. Ach so, das. Machen. Das habe ich nie gemacht. Das hat er vorher auch noch nie gemacht. Das kann er schon immer. Aua. Findest du übrigens teilweise wirklich gefährlich hier oben, diese Viecher anzuvisieren, wenn die Kamera so extrem rumschwenkt? Was? Der fällt runter. Der fällt runter. Oh, wie wunderschön das war. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie er runtergefallen ist. Ich auch. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber. Und damit habe ich zumindest schon mal einen Titel für den Part. Er fällt runter. Ach, sowas muss einfach ins Best-of eigentlich. Klar, schneid's gleich raus. Wir sollten allgemein mal ein Best-of machen. Ja, auch als Kanal-Trailer. Ja. Also, Bruder, es ist ein Best-of, es ist ja anstrengend. Ja. Muss alles gucken. Im Best-of könnte man halt auch problemlos an irgendwelche Menschen weiterleiten.
Ja. Aber eigentlich ist es ja nicht so schwer, so ein Best-of. Ja, du musst nochmal alles von deinem Cringe, den du so fabriziert hast, gucken und dann. Musst du alles gucken, jede gute Stelle rausschneiden. Aber du musst es halt alle Videos runterladen. Wieso kannst du auch einfach auf Full HD gucken und aufnehmen? Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber. Meinst du, das ist sinnvoll, die von YouTube abzufilmen? Weiß ich nicht, es wäre wahrscheinlich einfacher als. Es wäre einfacher, als alle Videos runterzuladen und. Du hättest ihn jetzt übrigens parieren können von vorne, wenn du sein Schild brichst. Ah, okay. Das macht super viel Schaden. So, jetzt fragst du dich ja, wo geht's weiter? Naja, da. Nein. Guck mal nach links. Also wenn es da nicht weiter geht, dann geht's da weiter. Nein. Dann geht's bei meinem Kumpel weiter. Eventuell geht's weiter bei dem Typen da. Ich meine, das ist ziemlich offensichtlich. Na, wie machst du das jetzt? Ja, das ist ein guter Anfang. Findest du? Ja, doch, doch. Ich glaube, wieder runterfallen. Ich meine, oh, der fällt runter. Ist er runtergefallen? Klassiker. Kurz im Voraus. Absprung. Kurz gesagt, Lastscheinrolle. Schön. Schöne Beschreibung. Es geht nicht ernsthaft darunter, oder? Doch. Ja, jetzt bist du hier. Und jetzt geht's da drauf. Vielleicht guckst du die andere Seite auch an. Die sieht realistisch aus. Total. Dann spring da hin. Würde es einen Unterschied machen, wenn ich da runter hüpfe? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da rechts ist. Doch, ich weiß, was da rechts ist, da bist du nicht hin, da warst du schon. Oh, okay. Ich erinnere mich gerade, da ist so eine Hexe. Ich dachte nämlich, vielleicht geht hier die Mauer einfach hinten hinter durch. Nö. Achtung, langsame Dreizacke! Lass mal das mit Zecke. Die Mehrzahl von Dreizack, oder nicht? Ja. Aua. Ich frage mich, was das ist, sind. Wurm-Menschen. Ja, das sehe ich. Boah. Das ist hier irgendwie entstanden. Mob-Gegner voraus. Ja, das ist mir schon gemerkt. Einsam. Hebeln wir. Ich glaube, du. Oh, jetzt geht das ganze Gebiet hier von oben los. Oh Gott. Nee. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wofür man die Dinger hier hoch macht. Hast du nicht unten gecrawlt, was du damit machst? Ja, hatte ich. Aber ich meine, ich hatte mich schon die ganze Zeit gefragt gehabt, wann man da hinkommt. So meinte ich das. Ah, so, ach so. Natürlich habe ich das gecallt gehabt, das, was man da macht. Das übrigens, ich kann ja was erzählen, weil es eh nicht passieren wird. Geh mal hinter dich. Geh mal auf die Brücke da. Oder geh mal über die Brücke. Ich weiß noch nicht genau wie, aber normalerweise kannst du von der anderen Seite kommen. Ich glaube, das war zumindest hier. Okay.
Ja, du kannst von hier kommen. Dreh ich mal um. Normalerweise steht hier rechts jetzt der gute alte Siegmeier. Oh. In Wirklichkeit ist es, kennst du Patches noch? Vom ersten Teil. Sagt noch was, aber... Das ist der Typ, der dich unten bei dem dunklen Gebiet runterstößt. Oh, der, ja. Dieses Arschloch. Weißt schon, der mit der Glatze. Ja. Ja, pass auf. Eigentlich, du erinnerst dich an diesen Brunnen, den wir gesehen haben, wo so ein Schild davor war, unser Held oder so stand davor. Das ist wie vom Brunnen. Und normalerweise ist da ein Encounter. In dem Brunnen wurde nämlich Siegmeier geworfen. Und Patches hat seine Rüstung geklaut. Und dann stellt sich Patches hier hin als Siegmeier und redet mit dir. Wenn du dann über die Brücke gehst und in der Mitte bist, also hier jetzt, dann fährt er die Brücke runter und dann bist du zwischen den Riesen. Aber wie fährt er sie runter, wenn er hier ist? Irgendwie fährt er sie runter. Vielleicht kommt es auch von der anderen Seite. Vielleicht ist er auf der anderen Seite. Von einer von beiden Seiten ist er auf jeden Fall und lässt die Brücke runterfahren, sobald du drüber gehst. Ich glaube, er ist hier. Aber egal. Oh, das Lustige an der Stelle ist, also er lacht dich dann aus, ja, jetzt wirst du unten sterben von den wichtigen Riesen und so, bla bla. Aber wenn du die Riesen vorher killst, lässt er dich runter, lacht dich aus, denkt dir, hey, was hast du gemacht? Das kannst du mir doch nicht antun. Wo sind die Riesen hin? Das ist super lustig. Ich weiß bis heute nicht, was man für die Quest genau machen muss. Ich habe mich nie informiert. Beim ersten Playthrough habe ich es gehabt und seitdem irgendwie nie wieder. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Einfach alles. Ich habe irgendein Encounter mit Siegmeier, glaube ich, immer wieder vergessen. So wie du jetzt auch. Warum mache ich das? Warum heile ich mich nicht? Heile ich nicht? Aua. 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 Stirbt. Dann lässt es sich von kleinen Würmern bedienen. Aber der war doch ganz unschuldig. Der hat ihn nie mal angegriffen. Also, ich habe einen roten Speckstein. Warte, guck den Typ nochmal an. Der war Gott geschrieben, Mann. Was hat der für eine Rüstung an? Der oh ist mein schwabbelig. Gott, ist der schwabbelig und... Das Bau bei der Dekolleté. Okay. Links. Da ist der Tür-Dummy. Hätte man erkennen können. Irgendwas ist da aus- oder eingebrochen. Ich glaube, ich will nicht wissen, was da ausgebrochen ist oder eingebrochen ist. Ja, ich auch nicht. Bonfire-chan! Ja, Bonfire! Betten. Kinderbetten. Kinderbetten. Eine Mutter mit ihren Kindern. Gut, das war's dann hier, oder? Ja, klar, ist nichts mehr. Fupp, weg. Tommy. Das ist Qualitätsarbeit. Kannst du mir eigentlich mal erklären, wie das funktioniert, dass die Betten einfach zersplittern? Klar. Ich meine, das ist unglaublich befriedigend, aber das ist nicht, so funktioniert Physik nicht. Danke. Wie so ein Puzzle. Es war nicht das, was ich wollte. Ich würde das machen. Ja. Königin voraus, deshalb versuch rechter Arm. Nett. Ehepartner voraus, deshalb Ring wird benötigt. Nett. Hurra für Prinzessin. Entschuldigung, die hat Madame, schicke Haustiere. Sind wunderschön. Er hat sie angegriffen, oder? Ey, ich hab sie noch nie angegriffen. Ich würde interessieren, was passiert.
Das ist die gute alte Rosaria, steht da. Vision von. Ich meine, man sieht nichts. Kann ich mit ihr sprechen? Ja. Muss ich nur vor sie stellen. Ein bisschen zurück. Bitte ich darum? Das ist Online-Shit, wie gesagt. Ich bitte einfach darum. Ah, ich hab einen Finger. Ja. Das ist meine Steam-Errungenschaft gerade oben gewesen. Das ist eine gute Frage. Kann man es einstellen? Ah ja, und das ist übrigens die Lady, bei der man dein Aussehen ändern und dass du deine Werte neu verteilen kannst, wenn du das willst. Das heißt, bleiche Zunge ist Werte neu verteilen? Nein, das ist, um den Eid zu vertiefen. Achso. Online-Shit, wie gesagt. Achso. Das kostet aber was. Oder? Ah, ja, oh, heißt, doch, brauchst du doch. Ah, du brauchst eine bleiche Zunge. Gezahlt. In diesem Leben kann die Wiedergeburt noch 5-mal erfolgen. Oh, das auch, verstehe. Dein Aussehen ändern. Nein, ich bin wunderschön und bin perfekt geskillt. Greif sie an. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Ey, das wollte ich nicht. Du wolltest die Aktion sehen, oder? Er stirbt einfach nur. Er hat einfach nur die Todesanimation. Woran ist er gestorben? Das erfahren wir im nächsten Part. Von Dark Souls 3, Fashion Souls 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und ich mach die roten Kerzen. Tschüss. Ciao.